Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist ein weiteres Video von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das legendäre Rennen von Österreich in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Bleibt dran! Was war das für ein Rennwochenende? Was waren das für eine Rennen? Was ist eigentlich mit der Formel 1 los, dass sie so sehr an diesen Sprintrennen, Sprintqualifying teilnimmt? Und was bitte geht mit Red Bull? All das und noch mehr in diesem Video. Wir von RB Show Concept und diesem Kanal hatten das Glück, das gesamte Rennwochenende live auf der Strecke verbringen zu dürfen und mit den einzelnen Rennteams und Fahrern mitfiebern zu können. Das eine oder andere Mal sogar einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Aber was ist mit Red Bull los? Was ist mit dem Veranstalter los? Was ist bitte mit der Orange Army und den Fans von Max Verstappen los? Diese zwei großen Themen werden uns in diesem Video vordergründig beschäftigen und wieder einmal eine wunderbare Aufholjagd, eine spannende Aufholjagd von Mercedes und Lewis Hamilton, welcher es auch in diesem Rennen wieder auf das Stöckchen geschafft hat. Es war nicht das erste Mal, dass wir einen Blick auf die Rennstrecke auf den Red Bull Ring werfen konnten und Teil eines Rennwochenendes der Formel 1 waren. Also gibt es hier persönliche Vergleichsmomente. Und man muss sagen, ja, auf der einen Seite war es eines der spannendsten Rennwochenenden, die wir jemals live miterlebt haben. Auf der anderen Seite war ich von den Fans, die uns vor Ort begegnet sind und der Reaktion und Haltung von Red Bull, dem Veranstalter, sehr enttäuscht. Es geht in dem Bereich los, dass die Fans ja, wie wir die Orange Army kennen, stolz auf ihren Max Verstappen sind, stolz auf Red Bull sind und dies auch ungehemmt zeigen. Und das tun sie. Zu jeder Minute, zu jeder Sekunde. Fahnen, Flaggen von Red Bull und Max Verstappen überall auf dem Gelände, auf den Campingplätzen, auf den Straßen, in den Lokalen, in der Fanzone, überall. So gesehen, ein wunderbares Fest, eine riesengroße Party. Wenn etwas weniger Alkohol im Spiel wäre, wenn etwas mehr Intelligenz mit im Spiel wäre. Die Rahmenprogramme der Veranstalter waren nett. Waren okay, es begann am Mittwoch, Donnerstag mit den ersten Übungen, den ersten Übungsflügen der Flying Bulls, der Eurofighter des österreichischen Bundesheers, was im Übrigen wie immer atemberaubend mit anzusehen ist, wenn diese riesigen und schweren Maschinen ihre Kunststücke in der Luft vollführen. Es ging dann weiter mit einem Blick in die Boxengasse. Hautnah die Geräusche, die Gerüche, die Menschen, die Spannung in der Boxengasse. Der eine oder andere Testboxenstopp wurde absolviert. Die Crews schraubten an den Rennbolinen und trainierten ihre Handgriffe und erledigten, was bis zum Qualifying am Freitag zu erledigen war. Nebenbei waren auch noch Rahmenprogramme, Serien mit von der Partie, die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup. Dementsprechend gibt es zu jeder Zeit spannende und aufregende Rennsport-Action geboten. Und es tut sich immer etwas in der Boxengasse. Weiter ging es mit den Fanzonen. Auch dort konnten wir den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen erhaschen und fast die Fahrer und die Größen der Rennsportserien live erleben, live ansehen, fast zum Greifen nahe erschienen sie. Ja,
Aber dann gab es auch wieder die berüchtigte Orange Army, die berüchtigten Fans, die ein oder zwei Schockmomente für mich produziert haben. Auch in persönlichen Gesprächen mit den Fans viel öfters als ich gedacht habe, über den Konkurrenten von Mercedes. Ein Wort, das ich hier auf dem Kanal nicht wiederholen möchte und auch nicht werde, da ich es eigentlich aus meinem Wortschatz gestrichen habe. Was man für gewisse Fans der Orange Army von Max Verstappen nicht sagen kann. Es gab auch beim Samstags Meet the Driver in der Fanzone eine Situation, die ich selbst mit eigenen Augen und der Kamera begleitet habe, dokumentiert und gesehen habe. Ich finde die Zeiten, wo man Flaggen, T-Shirts, Cappies in aller Öffentlichkeit verbrennt, die sind lange vorbei. Die braucht man definitiv nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass es viel zu gefährlich ist. So gefährlich, wie wir es da in dieser Situation erlebt haben. Ein Fan in orangen Trikot meinte, er müsste eine schwarze Mercedes-Kappe mitten im Publikum während der Veranstaltung mit The Drivers in die Luft halten, anzünden und verbrennen. Mal abgesehen von der Bildsprache geht gar nicht. Mal abgesehen von der subtilen Message geht gar nicht. Braucht kein Mensch mehr. Gott sei Dank, Karma is a bitch. Ich fand es dann sehr witzig, als die brennende Flamme in seinen Händen seine Finger erreichte und er panisch und vor Schmerzen schreiend das Käppi dann doch fallen ließ und sich mehr um seine Finger kümmerte als wie um Hautfarben und anderer Menschen. Ich drück's mal so aus. Doch wieder zurück zu den erfreulichen Themen, doch wieder zurück zu den schönen und spaßigen Momenten auf der Rennstrecke, wie legendäre, kultreiche Formel 1-Autos aus 50 Jahren Motorsport Formel 1. Geschichte, die auch hier zum Anfassen nahe und ausgestellt waren. Auch wieder Niki Laudas 1974er WM Ferrari, der den Unfall mit Charles Leclerc in Monaco Gott sei Dank heil überstanden hat, also jetzt mittlerweile wieder heil dasteht und für die Legends Parade am Red Bull Ring zur Verfügung stand. Ein solches Auto aus 1-2 Meter Entfernung sehen zu können, das bringt einen zum Nachdenken, das bringt einen zum In Erinnerung schwelgen, das steigert den Puls und das zaubert einem ein Lächeln rund ums Gesicht. Noch schöner war es dann, diese Automobile zu hören und zu sehen, wie sie um den Red Bull Ring fahren. Wunderbar. Eine wunderbare Geräuschkulisse, eine wunderbare optische Kulisse, ein spannender Moment, der so schnell nicht wieder vergessen wird. Am Freitag das Qualifying, das Standard-Qualifying, so wie wir es kennen, war dominiert durch Max Verstappen. Verdient dominiert durch Max Verstappen. Ich hatte am Freitag schon das Gefühl, es wird ein Start-Zielsieg für Red Bull und den Niederländern. Von Freitag begonnen bis Sonntag und der Zielfahne. Dann kam am Samstag das Sprintrennen. Ein Format, das man für mich definitiv nicht braucht, weil es das Qualifying abwertet und ein zweites kleines Mini-Rennen an den Samstag schiebt, das niemand braucht. Ich will bei der Formel 1, wenn ich sie mir im Fernsehen ansehe oder live vor Ort bin, wobei live vor Ort ist vielleicht noch eine andere Geschichte, dazu später mehr, ein Training. Ein Qualifying, ein Rennen. Nicht mehr. Ich will nicht fast keine Trainings, ein Qualifying, ein kleines Rennen, ein großes Rennen. Nö. Ich will Trainings, Qualifying, Rennen. Und mit diesem Schema bricht das Speed Qualifying Format total.
Es wertet das Qualifying, das Standard-Qualifying ab, versetzt es an den Freitag, fügt stattdessen am Samstag ein kleines Mini-Rennen ein, was ja, den Fahrern Punkte bringt, das Material verschleißt und wie man hier wieder gemerkt hat, den Fahrern nicht wirklich etwas bringt, da ihnen Trainingszeit abgeht. Speziell hat man das gesehen bei den zwei Mercedes, Lewis Hamilton und George Russell. Beide flogen von der Strecke. Meiner Meinung nach lag das daran, dass die gestrichenen Trainingszeiten für die neuen aerodynamischen Änderungen und Erweiterungen der Mercedes-Boliden auf der Rennstrecke einfach zu wenig Zeit den Rennfahrern geboten haben, um sich einzugrooven, um ein Gefühl für ihr Popometer und den Rennwagen zu bekommen. Das war dann die Quintessenz des Sprintrennens am Samstag, das war die Quintessenz dieses Formats. Führte dann aber, das muss man jetzt hier auch wieder erwähnen, live vor Ort für einen irren Spannungsbogen. Und man hatte immer etwas zu tun. Man sah am Freitag das gewohnte Qualifying, sah am Samstag ein Mini-Rennen, ja, mit Ausfällen, die ich fachlich gesehen kritisieren muss, da nicht notwendig, mit genügend Trainingszeit, als Zuschauer jedoch spannend finde, natürlich. Und dann ein dementsprechend spannendes Rennen am Sonntag, wo ich echt davon ausgegangen bin, dass wir durchwegs nur Red Bull und Max Verstappen auf Nummer 1 sehen. Ja, Red Bull hat es, glaube ich, nicht gebacken gekriegt, mit den aerodynamischen Änderungen seitens der FIA klarzukommen. Offizielles Statement von Red Bull ist ja, sie hatten an dem Rennwochenende, vor allem am Sonntag, Probleme mit den Reifen. Ich glaube das nicht. Ich glaube eher, die vier Regeländerungen, die das Bouncing mindern sollten und Red Bull und Ferrari ja gewisse Auflagen gibt, um den Unterboden, die Aerodynamik diesbezüglich wieder zu ändern, hat dafür gesorgt, dass Red Bull einen Leistungsabfall erlitten hat. Zumindest auf eine Long Run Rennpace. Qualifying, Sprint, anderes Thema. Da scheint es zu reichen. Long Run, glaube ich, haben sie definitiv Einbußen. Vorteil für Ferrari. Ferrari konnte einen Sieg am Red Bull Ring heimfahren durch Charles Leclerc, einen wohlverdienten Sieg. Es hat sehr Spaß gemacht, die Siegerehrung und das Lächeln von Charles Leclerc am Ende des Rennens mit anzusehen. Es hat Spaß gemacht, Ferrari fighten zu sehen, A, um Platz 1 im Heimrennen und B, sich verteidigend gegen einen immens schnellen Lewis Hamilton, der auf Platz 3 fuhr, der vielleicht nicht auf Platz 3 gelandet wäre, wenn Carlos Sainz nicht ausgefallen wäre, was mir übrigens sehr leid tut. Er hat es nicht verdient, mal wieder ein technischer Defekt der Top-Teams in dieser Situation. Carlos Sainz Ferrari fing während des Rennens auf einmal Feuer. Die WM der Standhaftigkeit. Wir sehen es wieder. Es gibt in dieser Rennsaison heuer extrem viele technische Ausfälle. Weltmeister wird derjenige mit den wenigsten technischen Ausfällen. Dass hier Lewis Hamilton Platz 3 von Carlos Sainz quasi geerbt hat, spiegelt nicht ganz den Speed, die Geschwindigkeit des Rennstalls auf der Strecke wieder. Live hatte ich das Gefühl, dass sie sehr schnell unterwegs waren, dass sie schneller unterwegs waren als in den Rennen davor, dass sie eine Aufholjagd beginnen können, aber nicht wirklich den Gap schließen können. Ich hatte so das Gefühl, es geht etwas zäh vor sich, sobald sie in die Nähe von Red Bull und Ferrari
kommen. Was auch Mick Schumacher unterstützt hat, von dem ich ja total begeistert war in diesem Rennen, an diesem Rennwochenende. Mick Schumacher und das Duell zwischen ihm und Lewis Hamilton im Sprintrennen am Samstag, es war so spannend. Er hat so gefightet, um seinen Platz gegen den siebenfachen Weltmeister verteidigen zu können. Und das war nicht nur eine einmalige Leistung, denn am Rennsonntag überholte Schumacher einen nach dem anderen, wie sein großer, großer, legendärer Vater. Und zu Recht wurde durch diese Glanzleistung, durch dieses fahrerische Können Mick Schumacher an dem Rennwochenende zum Man of the Race, so auch für mich. Alles in allem einer der schönsten und spannendsten Österreich Grand Prix, die ich jemals gesehen habe. Aus rennsportlicher Sicht gesehen, als Zuschauer, als Fan live vor Ort, war es der Grand Prix der Niederlande und nicht von Österreich. Ja, ich muss sagen, mir ging bei diesem Rennen das Thema Österreich einfach ab. Es wurde weder im Side-Event noch auf der Rennstrecke wirklich zelebriert. Ja, man hatte die österreichische Bundeshymne, man hatte die österreichische Bundeshymne interpretiert am Klavier. Ja, man hatte das Steiermark-Eck. Ja, wo internationale DJs gespielt haben oder niederländische Bands. Ja, Österreich Grand Prix. Es hieß Steiermark-Eck, hatte mit der Steiermark nichts zu tun. Die Fanzone, ja, auch DJs. Ein DJ, 3 Tage lang. Ich kann mich an einen Grand Prix erinnern, da spielte STS. Ja. Da gab es Konzerte, da gab es Austropop-Konzerte, da gab es eine Ö3-Bühne, sage ich jetzt einmal dazu. Ja, wir hatten letztes Wochenende im Österreich Grand Prix Mikroman Tom Walek. Österreich Grand Prix. Langer Rede, kurzer Sinn. Es war kein Österreich Grand Prix, es war ein Grand Prix der Niederlande. Und das fand ich als seitens vom Veranstalter sehr schade. Ja, mein Topfahrer ist Niederländer. Ja, die Fans sind alle Niederländer. Ja, nein, nicht alle. Es gibt auch noch andere Rennsportfans, außer niederländische. Und wenn ich nach Silverstone fliege, dann will ich einen großen Preis von Großbritannien sehen. Einen englischen Grand Prix. Wenn ich nach Österreich zum Rennen, zum großen Preis von Österreich gehe, dann will ich einen österreichischen Grand Prix sehen. Und das Feeling des Landes dieses Grand Prix haben. Und das hat der Veranstalter nicht geschafft. Es wurde aus dem Grand Prix von Österreich ein zweiter Grand Prix der Niederlande. Trotzdem, sportlich gesehen, top. Sportlich gesehen ein wunderbares Rennen. Ich werde so schnell nicht wieder vergessen. Und auch der Österreich Grand Prix, der Red Bull Ring wird mich in Zukunft wieder live begrüßen dürfen. Ich hoffe, ich darf euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen, denn für heute war es das. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Daumen nach oben und ein Abonnement für diesen Kanal, für dieses Video da. Es ist nur ein, zwei kleine Klicks für euch und eine riesengroße Unterstützung für den Kanal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.